Kontext 21. Die Globalisierung und ihre Kritiker. Stefan Kriegert über die Internationalisierung des Kapitals und die Ressentiments der Linken. Eine Sendung von Kaffeekritik. Stefan Kriegert, Mitglied der Wiener Gruppe Kaffeekritik, die aus der Spaltung des kritischen Kreises hervorgegangen ist, hat in den letzten Wochen in Detmold, Innsbruck und Siegen Vorträge über die Internationalisierung des Kapitals und über die sogenannte Antiglobalisierungsbewegung gehalten. Im Folgenden dokumentieren wir seine Ausführungen zum Verhältnis von Markt und Staat, zu den Veränderungen staatlicher Aktivitäten und zur Kritik an den Kritikern und Kritikerinnen der neoliberalen Globalisierung. Darüber, was die Globalisierung denn nun eigentlich sei, gibt es ja bekanntlich die unterschiedlichsten Ansichten. Am besten hat mir in letzter Zeit die Einschätzung einer gewissen Rudolfine Sabo aus Wien gefallen, einer Leserbriefschreiberin in der Kronenzeitung, die kurz und bündig meinte: Ich bin auch gegen die Globalisierung. Sie nimmt den Menschen die Individualität. Die Globalisierung ist eine Abart des Kommunismus. Darum dürfen nur sogenannte Sozialdemokraten regieren. Derartiger Wahnwitz ist nun für die Kronenzeitung bekanntlich völlig normal. Das Problem ist meiner Meinung nach allerdings, dass einige der Einschätzungen der Linken nicht viel weniger obskur anmuten. Bevor ich darauf näher zu sprechen komme, würde ich eingangs allerdings gerne einiges zum Verhältnis von Markt und Staat referieren, damit das doch einer der Knackpunkte in der gegenwärtigen Auseinandersetzung über die sogenannte Globalisierung zu sein scheint, insbesondere in der Auseinandersetzung mit so Gruppierungen wie ATTAC, die ja nicht ganz zufällig inzwischen reichlich erfolgreich sind. Sowohl in der politischen als auch in der wissenschaftlichen Diskussion über die Globalisierung hat in den letzten Jahren ja eine Wiederbelebung des angeblich grundsätzlichen Gegensatzes von Markt und Staat stattgefunden. Durch die Fixierung der Kritik von Gewerkschaften, linken Parteien und auch sogenannten fortschrittlichen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen auf die zerstörerische Kraft des entfesselten Marktes gerät der Staat nicht nur aus der Schusslinie der Kritik, sondern er wird natürlich zum positiven Gegenüber des Marktes erhoben. Die Forderungen von Gruppen wie ATTAC, die korrespondieren durchaus mit den Vorstellungen einiger der weitsichtigeren IWF-Funktionäre, die mittlerweile ja ebenfalls wieder eine stärkere Regulierung der Kapitalmärkte und sowas wie eine bessere Bankenaufsicht zum Beispiel fordern. Die reformistische Kritik von ATTAC entpuppt sich also als eine Art alternativer und vorausschauender Krisenprävention für das kapitalistische Weltsystem. Markt und Staat werden eben nicht mehr als zusammengehörige Momente der kapitalistischen Produktionsweise begriffen, die sich nicht entgegenstehen, sondern notwendigerweise ergänzen. Stattdessen werden sie zu gegensätzlichen, sich nahezu ausschließenden Ordnungsprinzipien stilisiert. Gegen solche Vorstellungen einer einfachen Dichotomie, einer simplen Trennung in Markt und Staat will ich hier die Auffassung vertreten, dass es sich bei marktvermittelter Vergesellschaftung ebenso wie bei staatlicher Planung um zwei sich zwangsläufig ergänzende Elemente einer Gesellschaft handelt, die ihre Existenz auf die Verwertung des Werts, also die Akkumulation von Kapital, gründet. Damit wird natürlich auch zugleich die eindeutig positive Bezugnahme auf den Staat seitens der sogenannten Interessensvertreter und Vertreterinnen der abhängig Beschäftigten, weniger vornehm und früher Proletariat genannt, in Frage gestellt. Daraus folgt in gewisser Weise der Widerspruch, dass einerseits die Bezugnahme auf den Staat für sowas wie fortschrittliche Politik oder konsequente Vertretung der Interessen der abhängig Beschäftigten notwendig ist, ohne dass damit bereits was über die Sinnhaftigkeit von fortschrittlicher Politik oder Ähnlichem bereits ausgesagt wäre. Andererseits aber aus dieser Staatsfixierung, die eben immer auch eine Staatsverteidigung ist, für eine Perspektive, die weiterhin einer allgemeinen Emanzipation, also einer umfassenden Befreiung der Menschen festhält, durchaus eine ganze Menge Probleme erwachsen können. Um das darstellen zu können, will ich zunächst versuchen, das prinzipielle Verhältnis von Markt und Staat in Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise
zumindest kurz anzureißen, um dann ein bisschen was über die Veränderungen, die in diesem Verhältnis im Prozess dessen stattgefunden haben, was unter diesem Schlagwort Globalisierung zusammengefasst wird. Gerne wird ja so getan, als wäre der Markt das Kapitalistische im Kapitalismus, der Staat hingegen das tendenziell Antikapitalistische. Der Markt wird dabei meist so im Sinne eines Synonyms für die ökonomische Sphäre begriffen. Der Markt ist aber doch selbst nur ein Teil des gesamtgesellschaftlichen Produktionsverhältnisses. Die gesamtgesellschaftliche Produktion zerfällt bekanntlich in eine Produktions- und eine Zirkulationssphäre. Letztere ist dann das, was als Markt bezeichnet wird. Daher ist dann auch so eine Unterscheidung zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft ziemlich unsinnig, denn die Marktwirtschaft ist doch nichts anderes als das dem Kapitalismus notwendigerweise zugehörige Zirkulationsverhältnis. Wird der Markt selbst als Wesentliches im Kapitalismus betrachtet, und zwar ziemlich egal, ob nun in affirmativer, also bejahender und verteidigender oder in kritischer Absicht, so bleibt dadurch die Produktionssphäre, in der die eigentliche Aneignung fremder Mehrarbeit stattfindet, bereits ausgeblendet. Die schematische Trennung in Markt und Staat ist dabei nur ein besonderer Ausdruck der für kapitalistische Gesellschaften ja allgemein charakteristischen Trennung des Ökonomischen vom Politischen. Der Markt ist, wie gesagt, das dem Kapitalismus eigene Modell der Zirkulation. Der Staat hingegen ist das der Warenproduktion zugehörige, notwendigerweise zugehörige, organisierte Gewaltmonopol. Bevor nun der Staat über Sozialgesetzgebung und so weiter eine weitgehende Integration der ihm Unterworfenen vollzieht, vollbringt er ja vorher eine sehr viel ursprünglichere Integration. Er organisiert nämlich den stummen Zwang der Verhältnisse und stiftet so die Integration aller Individuen in die kapitalistische Warenproduktion. Erst durch die zwanghafte Verpflichtung aller Individuen auf Kapitalproduktivität und Staatsloyalität erhält der Souverän die Möglichkeiten, jene Funktionen wahrzunehmen, die ihm dann von den Unterworfenen und ja auch von vielen reformistischen Kritikern und Kritikerinnen der sogenannten neoliberalen Globalisierung hoch angerechnet werden. Der nationalstaatliche Sozialstaat scheint ihnen zwar das positive Gegenprinzip zum zersetzenden Markt zu sein, in Wirklichkeit ist er aber eben nur dessen adäquate Organisations- und Durchsetzungsform mit historisch jeweils natürlich unterschiedlichen Ausprägungen. Also um das an einem simplen Beispiel kurz deutlich zu machen, die Arbeitslosenversicherung, die hatte eben nie die Aufgabe, sowas wie die Bedürfnisbefriedigung der abhängigen Individuen zu gewährleisten, auch wenn sie das subjektiv mehr oder weniger gut leistet oder in letzter Zeit eben auch immer weniger, sondern objektiv sowohl historisch als ja auch aktuell hat sie diese eine Arbeitslosenversicherung die Funktion zu erfüllen, die individuelle Reproduktion von Subjekten, die eben für gewisse Zeit aus dem Verwertungsprozess des Kapitals herausfallen, aufrechtzuerhalten, schlicht und einfach, damit sie als zukünftige Lohnarbeiter oder Arbeiterin weiterhin zur Verfügung stehen. Eine ausschließlich marktförmige Reproduktion des Kapitalismus ist eigentlich gar nicht möglich. Der Staat ist immer anwesend. Der Staat ist immer anwesend, da selbst der Markt ja letztlich staatlich mitkonstituiert wird. Gegen eine auf den Markt fixierte gesellschaftlich sozusagen voraussetzungslose Kritik ist daher darauf hinzuweisen, dass im Rahmen bürgerlicher Vergesellschaftung doch grundsätzlich von einer politischen Regulation in ökonomischen Prozessen auszugehen ist. Der Konflikt zwischen Markt und Staat konnte wohl nur deswegen zu so einem prinzipiellen Gegensatz aufgebauscht werden, da das variable Kapital in Form der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung historisch einfach öfter gezwungen war, seine Ansprüche über den Staat und dessen Politik geltend zu machen als das konstante Kapital in Gestalt der Unternehmer und Unternehmerinnen. Daraus entwickelte sich das in gewissem Sinne eben nur scheinhafte Gegensatzpaar von Wirtschaft und Kapital auf der einen und Lohnarbeit und Staat auf der anderen Seite, das aber doch schon deswegen verquer ist, da ja sowohl Lohnarbeit als auch Kapital auf den Staat angewiesen sind. Praktisch wird das daran deutlich, dass ja auch Unternehmen in der Regel auf staatliche Unterstützung in allen möglichen Formen, sei es Aufträge, Förderung, Zuschüsse oder Nachlässen, angewiesen sind. Und Unternehmer und Unternehmerinnen geht es also
eigentlich nie um eine Abschaffung der Staatstätigkeit, sondern um eine Umorientierung der Staatsaktivitäten. Entgegen also allen propagandistischen Verlautbarungen wollen sie eben nicht die Aufgabe der Staatsintervention, sondern lediglich, wie Franz Schande das mal treffend formuliert hat, einen anders gearteten Dirigismus. Einerseits muss der Staat permanent in das Marktgeschehen eingreifen, andererseits kann der Staat den Markt aber niemals aufheben, da die kapitalistisch organisierte Wirtschaft ja gerade seine materielle Grundlage liefert. Die materielle Grundlage der Politik ist der Erfolg des unter der Obhut eines Staates produzierenden Kapitals. Der Staat hat gerade diese Grundlagen zur erfolgreichen Kapitalakkumulation zu garantieren und so möglich zu verbessern. Durch die Besteuerung des produzierten Mehrwerts und der Löhne eignet sich der Staat dann seine materielle Grundlage an und erhält so überhaupt die Möglichkeit zur Politik. Das ja durchaus strukturelle Problem für sowas, was man unter emanzipative Politik firmiert, besteht eben darin, dass der Staat, sobald seine politischen Maßnahmen eine Quantität und Qualität annehmen, dass sie tatsächlich als Beitrag zu einer Emanzipation verstanden werden könnten und eben nicht mehr so nur eine andere Verteilung des Elends bedeuten, dass der Staat sich dann tendenziell selbst seine materielle Basis entzieht. Durch sowas wie emanzipative Politik würden eben die Möglichkeiten zur Kapitalakkumulation in der Regel eingeschränkt, das heißt, die Masse des Mehrwerts sinkt. Und Politiker und Politikerinnen oder Wirtschaftsführer und Führerinnen behalten unabhängig von allem natürlich vorhandenen ideologischen und strategischen Brimborium Recht, wenn sie meinen, wo nichts ist, kann auch nichts verteilt werden. Das heißt, die Durchführbarkeit sämtlicher sozialstaatlicher Maßnahmen ist ganz grundsätzlich daran gebunden, dass der Verwertungsprozess des Kapitals als solcher auf Dauer nicht ernsthaft gestört wird. Bis zur Krise des sogenannten keynesianischen Wohlfahrtsstaates wurde die Aufteilung nach Markt- und Staatsfunktionen ja weitgehend akzeptiert. Also selbst ultraliberale Marktfanatiker und Fanatikerinnen wussten die ordnende Rolle des Staates ja trotz aller antietatistischen Rhetorik durchaus zu würdigen. Mit den zunehmenden Krisenerscheinungen des kapitalistischen Weltsystems, so seit Ende der 70er Jahre, gerät diese klassische wohlfahrtsstaatliche Regulierung nun zusehends unter Druck von neoliberalen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und von liberal-konservativen Politikern und Politikerinnen wird seitdem eine verstärkte Kampagne gegen sozial- und wohlfahrtsstaatliche Regulierung geführt, die dann häufig, man kennt das, von sozialdemokratischen Regierungen in reale Politik des Sozialabbaus umgesetzt wird. Die Angriffe von Alt- oder Neoliberalen oder auch von Sozialdemokraten, neuerdings natürlich auch von Grünen, gegen den Sozialstaat, die hat es in der einen oder anderen Form natürlich schon immer gegeben. Sie allein erklären also nicht, warum sich solche neoliberalen Konzepte, die übrigens nicht mit einer einfachen Wiederbelebung des frühbürgerlichen Liberalismus zu verwechseln sind, ich verwende aber trotzdem jetzt mal dieses Wort, gerade in den 80er Jahren und noch verstärkt in den 90er Jahren fast weltweit durchsetzen konnten. Das Erringen einer Vormachtstellung neoliberaler Vorstellungen in der Gesellschaft geht ja einher mit jenen Phänomenen, die eben unter dem Begriff der Globalisierung versucht werden zusammenzufassen. Wie bei der Internationalisierung des Kapitals, denke ich, ist auch bei der zunehmenden Deregulierung davon auszugehen, dass die Gründe dafür natürlich sowohl in politischen Strategien
als aber eben auch, und das scheint mir doch häufig ziemlich zu kurz zu kommen, in ökonomischen Zwangsläufigkeiten zu suchen sind. Globalisierung, verstanden als eine Internationalisierung des Kapitalverhältnisses und eine weitgehende Triadisierung der Kapitalmasse, also eine weitgehende Fixierung des realen Kapitals auf die drei großen industrialisierten Wirtschaftsblöcke. Globalisierung sowie neoliberale Gesellschaftsvorstellungen sind also einerseits durchaus sowas wie eine bewusste Strategie, also ein Projekt des meinetwegen Klassenkampfs von oben, eine berechnende Kapitalstrategie zur Lösung der Krise des Fordismus, also der Krise des nach 1945 vorherrschenden Regulationsmodells. Ich denke aber, dass wenn man sich darauf kaprizieren würde und das immer nur als so eine bewusste Strategie ansehen würde, dass man damit natürlich die Zwangsläufigkeit in der gegenwärtigen Entwicklung, die sich eben aus den tatsächlichen Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals ergeben, dass man die damit völlig unterbelichtet oder einfach aus dem Blick verliert. Wenn sich das Kapital allgemein in der Krise befindet und die eben nicht nur konjunkturelle, sondern durchaus sehr strukturelle Ausmaße annimmt, ist staatliche Politik durchaus unabhängig von den gesellschaftspolitischen Vorlieben ihrer Träger und Trägerinnen zu Maßnahmen gezwungen, wie sie seit einigen Jahren ja in fast allen Ländern in Form von verstärkter Deregulierung zu beobachten sind. Hat man da nur etwas auszusetzen, sollte man die prinzipielle Abhängigkeit der Gesellschaft von der Verwertung des Werts kritisieren und nicht deren mehr oder weniger zwangsläufige Folgen. Der Nationalstaat verschwindet im Rahmen der Globalisierung natürlich keineswegs. Er bleibt bestehen, ändert allerdings zum Teil ja durchaus beträchtlichem Ausmaß seine Erscheinungsform und auch seine Funktionsweise. Die historische Globalisierung am Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts bedeutet ja durchaus eine Stärkung der nationalstaatlichen Kompetenzen. Heute hingegen führen sie in einigen Bereichen ja durchaus zur Schwächung von politischen Gestaltungsmöglichkeiten. Das heißt, die Staatsagenten und Agentinnen folgen zunehmend einer ökonomischen Logik. Die Politik zwar verschwindet natürlich keineswegs, aber sie wird einer ökonomischen Rationalität durchaus immer ähnlicher. Der Nationalstaat unterliegt zwar in einigen Bereichen einer Erosion, aber weder der Staat und schon gar nicht das Nationale verschwindet. Der Nationalstaat tritt also nicht von der Bühne ab, sondern er wird höchstens transformiert. Während also die nationalstaatliche Souveränität in einigen klassischen Bereichen nationalstaatliche Eingriffsmöglichkeiten tatsächlich massiv untergraben wird, festigt sie sich doch gleichzeitig in anderen Bereichen. Während also, um ein beliebiges Beispiel zu nehmen, früher Arbeitsmarktpolitik oder so noch relativ autonom von den jeweiligen Nationalstaaten betrieben wurde, ist sie heute ja in der Praxis tatsächlich zunehmend abhängig von Politik, die in anderen Ländern verfolgt wird. Allgemein tendieren also, worauf so, wenn auch sehr stark reformistisch orientierte Leute wie Elmar Altvater oder Birgit Mahnkopf hingewiesen haben, allgemein tendieren die Nationalstaaten heute ja durchaus dazu, nicht mehr die Verteidigung des Staatsgebietes als eine ihrer vorrangigen Aufgaben zu betrachten, sondern viel eher die Verteidigung ihres nationalen Währungsraums, wobei das eine mit dem anderen ja so sehr wohl nach wie vor was zu tun hat. Dadurch entsteht natürlich die Tendenz, unter Nationalökonomie nicht mehr die Wirtschaft innerhalb des umgrenzten Staatsgebiets zu begreifen, sondern eher jenen Währungsraum, den es zu schützen gilt.
hervorgerufen werden, diese Veränderungen nun aber nicht durch den Markt oder die Ökonomie allein. Der Staat ist solchen Transformationsprozessen ja nicht einfach hilflos ausgeliefert, wie das in einigen Ausführungen von globalisierungskritischen Leuten manchmal so klingt, sondern er hat sie doch ganz im Gegenteil größtenteils selbst mitforciert. Die Nationalstaaten sind also nicht einfach die Opfer von Globalisierung und Deregulierung, sondern haben diese doch selbst begünstigt bzw. in die Welt gesetzt. Als einer der Gründe zum Beispiel für die zunehmende Deregulierung wird ja beispielsweise die Fiskalkrise der Nationalstaaten angegeben. Einer der Hauptgründe dieser sogenannten Fiskalkrise liegt nun aber in der Steuerflucht im großen Maßstab und diese wurde erst durch die Deregulierung möglich, die ja von der staatlichen Politik in die Welt gesetzt wurde und nicht einfach durch die Ökonomie oder irgendwie durch das Finanzkapital. Allgemein gesagt organisiert der Nationalstaat die zunehmende Inwertsetzung, also die immer fortschreitende Einbeziehung immer weiterer gesellschaftlicher Bereiche in die Logik kapitalistischer Warenproduktion. Dadurch forciert er natürlich zugleich den eigenen Regelungsverlust in einigen Bereichen nationalstaatlicher Aufgaben. Dennoch sind aber auch staatliche Maßnahmen, die auf den ersten Blick nach einem eindeutigen Rückzug aus der ökonomischen Planung aussehen, ja nicht immer als solche zu werten. Selbst noch Privatisierungen können ja unter bestimmten Umständen als Elemente staatlicher Planungspolitik verstanden werden, denn durch die Privatisierung, durch den Staat, wird der Markt in der Gesellschaft ja planmäßig als Steuerungsmittel eingesetzt. Während also die staatliche Tätigkeit auf der einen Seite zumindest scheinbar abnimmt und die Politik im Wirtschaftsleben zusehends nur mehr als Organisator bestimmter Rahmenbedingungen auftritt, aber nicht mehr unmittelbar planend in bestimmte Wirtschaftsabläufe eingreift, kommt es im Bereich der sogenannten inneren Sicherheit ja zu einer Zunahme staatlicher Aktivität und finanzieller Aufwendungen. Der Transformation des, um da mal die gängigen politologischen oder auch soziologischen Begriffe zu verwenden, des nationalen Entwicklungsstaates zum nationalen Wettbewerbsstaat, von der Joachim Hirsch und solche Leute dann immer reden, bei dem heute vor allem in Europa zunehmende Tendenzen zur Entwicklung zu sowas wie einem regionalen Wettbewerbsstaat zu beobachten sind, entspricht die Transformation des im Fordismus ja noch doppelt bestimmten Sicherheitsstaates, also einerseits soziale Sicherheit, also partielle Sicherheit der Individuen vor den Auswirkungen der ökonomischen Ordnung, andererseits Sicherung der politischen und ökonomischen Ordnung als solcher, zu einem mehr und mehr eindimensional bestimmten Sicherheitsstaat. Beim keynesianischen Sicherheitsstaat des Fordismus und dem nationalen Wettbewerbsstaaten der Globalisierung gibt es also durchaus Kontinuitäten, nämlich die massive innerstaatliche Aufrüstung, die heute ja sogar noch verstärkt wird. Eine entscheidende Differenz zwischen diesen beiden Staatsmodellen besteht aber darin, dass in diesem keynesianischen Wohlfahrtsstaat die Integration der abhängig Beschäftigten ja maßgeblich durchaus auch über materielle Zugeständnisse erfolgte, während sich heute zunehmend ein Modell ideologischer Integration ohne materielles Substrat durchsetzt, also eine nationalistische, rassistische und antisemitische Integration betrieben wird, die auf die soziale Sicherheit als systemintegrativen Faktor immer mehr verzichtet. Was nun aber nicht bedeutet oder bitte nicht so verstanden werden soll, dass Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus nun von irgendeiner herrschenden Clique zwecks Durchsetzung neoliberaler Politikvorstellungen bewusst forciert würden. Die sind natürlich vielmehr sowas wie Basisideologien der warmproduzierenden Gesellschaft und als solche natürlich ebenso, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, strukturelles Zubehör keynesianischer Regulation. Mit dieser rassistischen und nationalistischen Integration geht also eine Zunahme staatlicher Regelungen im Zeitalter der sogenannten Globalisierung einher. In der Verwaltung der internationalen Migrationsströme sehen sich die Nationalstaaten und auch die großen Nationalstaatsblöcke wie die EU ja vor neue Aufgaben gestellt und in ihrer ordnenden Funktion durchaus erneut gefordert. Die vom Neoliberalismus eingeforderten Freiheiten beziehen sich ja zwar auf Waren, Dienstleistungen und Kapital, aber, zumindest im globalen Maßstab, ja nie auf Arbeitskraft. Für das variable Kapital, also die Arbeitskräfte, war und ist eine Liberalisierung eben nicht oder nur so weit, wie sie den unmittelbaren Bedürfnissen des konstanten Kapitals, also der eingesetzten Maschinerie entspricht, vorgesehen.
Während es also beispielsweise im Bereich der Kapitaltransfers tatsächlich zu einer Rücknahme staatlicher Tätigkeit kommt, auch wenn sich in letzter Zeit durchaus andeutet, dass es da auch nochmals eine Trendwende geben könnte, forciert die staatliche Politik ihre Eingriffe im Bereich der Freizügigkeit der Arbeitskräfte ja im internationalen Maßstab. Eine gängige Kritik im Rahmen der Globalisierungsdebatte lautet ja nun, dass die Sachzwänge der internationalen Kapitalakkumulation gar keine Sachzwänge seien, sondern nur Vorwände zur Durchsetzung schon längst geplanter Vorhaben. Die Zwangsgesetze der Warenproduktion werden so natürlich auf den schlechten Willen der Kapitalisten und Kapitalistinnen reduziert. Große Teile der Linken versuchen permanent zwischen Propaganda der Unternehmer und Unternehmerinnen einerseits und tatsächlichen Sachzwängen andererseits zu differenzieren. Zum einen werden da also Sachzwänge geleugnet und den abhängig Beschäftigten wird sowas wie Handlungsfreiheit suggeriert, wobei das Abstreiten der Sachzwänge dabei wohl nur das Spiegelbild des Respekts vor ihnen darstellt. Zum anderen werden dann für real befundene Sachzwänge akzeptiert, was dazu führt, sich diesen tatsächlichen Sachzwängen umso hingebungsvoller zu unterwerfen, anstatt diese eben als Sachzwänge, die ja nur aus der Umsetzung des Interesses zur profitablen Kapitalinvestition entstehen, zu kritisieren. Der Fehler, den solche Linke dabei begehen, wenn sie also Sachzwänge akzeptieren, weil sie einleuchtend finden, besteht ja nun nicht darin, dass es keinerlei Zwänge gäbe. Der Irrtum besteht aber sehr wohl darin, zu glauben, dass die akzeptierten tatsächlichen Sachzwänge der warenproduzierenden Konkurrenzgesellschaft aus der Notwendigkeit von Produktion und Distribution überhaupt resultieren würden. Die Gegenstrategie bestünde also darin, die Sachzwänge der Warenproduktion und Zirkulation im Allgemeinen, wie auch des globalisierten Kapitalismus im Besonderen, auf das kapitalimmanente und staatliche Interesse zurückzuführen. Das Problem, vor dem Gewerkschaften und linke Parteien oder sonstige sich an der Globalisierung stoßende Gruppierungen heute stehen, ist natürlich nicht erst durch die Globalisierung entstanden, sondern resultiert aus der grundlegenden Struktur der Gesellschaft. Gewerkschaften oder reformistischen linken Parteien oder auch meinetwegen auch Gruppierungen wie ATTAC bleibt ja tatsächlich kaum etwas anderes übrig, als auf den Staat irgendwie zu setzen oder sich zumindest an ihn zu richten. Interessensorganisationen, die genau das tun, können sich dann aber auch nicht mehr den allgemeinen Zwängen der politischen Form, allen voran also der notwendigen positiven Bezugnahme auf die Kapitalverwertung als solcher, entziehen. Für Gewerkschaften oder eben auch für Gruppierungen wie ATTAC führt das zu der simplen Tatsache, dass sie sich selbst auf die Aufrechterhaltung der Bedingungen kapitalistischen Wachstums verpflichten, ob sie das nun wollen oder nicht. Wird in der Globalisierungsdebatte der Staat gegen den Markt in Anschlag gebracht, werden damit Folgen kritisiert und zugleich deren Ursache legitimiert. In der Literatur zur Globalisierung wird in der Regel eben nicht mehr das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis und der Staat als dessen kollektiver Organisator für die systematische Schädigung des subjektiven Interesses der abhängig Beschäftigten, also den Verdienst des Lebensunterhalts, verantwortlich gemacht. Stattdessen wird der Kapitalismus sprachlich einfach mit immer neuen Zusätzen versehen. Kritisiert wird eben nicht mehr die kapitalistische Gesellschaft aufgrund ihrer ruinösen Folgen für die Mehrzahl der sie konstituierenden Subjekte,
sondern nur mehr der unzivilisierte Kapitalismus, wie das zum Beispiel bei der, wie ich finde, merkwürdigerweise als Paradeliberalen geltenden, in Wirklichkeit nämlich autoritären Gemeinschaftssinn propagierenden Herausgeberin der Wochenzeitung Die Zeit, also der Gräfin Dönhoff, heißt. Oder es wird der Turbo- und Casino-Kapitalismus kritisiert, der ungezügelte, enthemmte und wild gewordene Kapitalismus. Oder der, das stammt vom ehemaligen Bundeskanzler der BRD Helmut Schmidt, gefällt mir besonders gut, der Raubtier-Kapitalismus. Freiburger Genossen haben mal völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die Häufung der kritischen Adjektive und Affixe dabei ausschließlich der Verteidigung des Substantivs dient. Schuld am Elend der Welt ist eben scheinbar nicht mehr schlicht und einfach der Kapitalismus, sondern der, wie man das mal auf dem Volksstimmefest der KPÖ in Wien lesen konnte, Mafia-Kapitalismus. Als wäre die staatlich etwas mehr regulierte Warenproduktion und Kapitalakkumulation etwas doch sehr Schönes gewesen, übertreffen sich Leute wie zum Beispiel der Sozialdemokrat Jean Ziegler heute selbst, wenn moralische Empörung gefragt ist, und wettern dann gegen so Dinge wie den Börsendschungelkapitalismus oder den Killerkapitalismus. Selbst da, wo Markt und Staat als Mechanismen zusammengedacht werden, wird der Kampf des Menschen gegen den Menschen als naturhaft und ewig dargestellt. Der Streit geht dann in der Regel nur mehr darum, ob die den Menschen angeblich von Natur aus zugehörige Konkurrenz am effektivsten durch den Markt oder durch den Staat organisiert werden kann. In der Kritik an bestimmten Auswirkungen von der zunehmenden Internationalisierung des Kapitals wird implizit immer schon die Zwangsgrundlage der Gesellschaft affirmiert. Wenn beispielsweise der Vorsitzende der deutschen IG Metall den Kapitalismus pur im Zeitalter der Globalisierung angreift, verteidigt er natürlich gleichzeitig den Kapitalismus als solchen und lässt sich auf dessen Logik ein. Wenn er nämlich den effizienten Staat fordert, will er sich zwar gegen den schlanken Staat wenden, propagiert ihn aber tatsächlich, da der schlanke oder magere Staat, also ein Staat, der eben nur mehr geringe Sozialleistungen erbringt und wenig in den alltäglichen Wirtschaftsverkehr eingreift, im Sinne der Kapitallogik zumindest in bestimmten Situationen eben am effektivsten ist. Grüne oder auch sozialdemokratische Autoren und Autorinnen wenden sich gegen eine Verkürzung der Globalisierungsdiskussion auf die Schlagwörter Markt gleich gut und Staat gleich schlecht, um dann aber diese Phrase einfach umzudrehen und eben exemplarisch vorzuführen, dass man fest daran glaubt, dass im Staat das Gute schlechthin aufgehoben ist. Die Staatsintervention wird also verteidigt, stillschweigend wird damit die Existenz von warenproduzierender und kapitalakkumulierender Ökonomie akzeptiert, zu deren Aufrechterhaltung und Verwaltung die Staatsintervention ja überhaupt erst stattfindet. Staatlichkeit als solche wird also implizit zur anthropologischen Konstante, zur immer schon existierenden und weiterhin immer notwendigen Bedingung menschlichen Zusammenlebens stilisiert. Natürlich ist es so, dass es für eine Interessensvertretung der abhängig Beschäftigten im Rahmen der alltäglichen Behauptung im warenförmigen Irrsinn weitgehend unausweichlich ist, sich auf den Staat und dessen Politik in irgendeiner Form zumindest zu beziehen. Wird dieser Staat aber zu einem Fetisch, zur verinnerlichten und unhinterfragten Instanz, dann gerät ja bereits die Tatsache aus dem Blick, dass jede soziale oder auch politische Errungenschaft, die im Rahmen eines Nationalstaates erkämpft wurde, immer Exklusivität beinhaltet, eine Exklusivität, die natürlich im Wesen des Staates sowieso prinzipiell angelegt ist. Ist man sich über diese Exklusivität solcher Bemühungen, solch eines Kampfes, also die Tatsache, dass eben politische und soziale Fortschritte auf Nationalstaatsebene in der Regel alle nicht zu diesem Nationalstaat zählenden Menschen ausschließt, nicht zumindest bewusst so droht, um es vorsichtig auszudrücken, sowohl sozialer Reformismus als auch sozialistischer Klassenkampf in Nationalismus abzugleiten.
wie schon mehrfach an anderer Stelle und von anderen darauf hingewiesen wurde, birgt eine verkürzte Globalisierungskritik natürlich zahlreiche Gefahren in sich. Ebenso wie dem vermeintlich bösen Markt der vermeintlich gute Staat gegenübergestellt wird, gibt es natürlich die Tendenz, dem angeblich verantwortungsvollen und Arbeitsplätze schaffenden produktiven Kapital das abstrakte, wurzellose, zerstörerische und asoziale Finanzkapital gegenüberzustellen. Die reale kapitalistische Produktion lässt sich aber nicht einfach vom bloßen Kreditüberbau ablösen. Das Finanzkapital ist ja schon aufgrund der Kapitalverflechtung nicht eindeutig personell oder institutionell lokalisierbar. Es existiert ja kaum Kapital, das nur in der Produktions- oder nur in der Zirkulationssphäre tätig wäre. Aber eigentlich ist es wurscht, denn selbst wenn dem nicht so wäre, würde natürlich die Fixierung auf diesen vermeintlichen Moloch-Finanzkapital keinen Sinn machen und vielmehr, um das auch wiederum eher vorsichtig und ausgesprochen zurückhaltend auszudrücken, die Gefahr in sich bergen, in eine gefährliche Nähe zur populistischen Argumentation zu geraten, die in ihrer Konsequenz eben strukturelle Ähnlichkeiten und zum Teil auch leider inhaltliche zur nationalsozialistischen Unterscheidung in ein als arisch definiertes schaffendes Kapital und angeblich jüdisches raffendes Kapital aufweisen. Um dem von vornherein zu entgehen, müsste man eben Globalisierungsprozesse ausgehend von einem Gesellschaftsverständnis diskutieren, das sowohl Markt und Staat als auch produktives und zirkulatives Kapital als notwendige Bestandteile kapitalistischer Warenproduktion begreift und kritisiert. Genau danach scheint es mir aber auch in dieser sogenannten Antiglobalisierungsbewegung nicht gerade auszuschauen. Perspektivisch müsste also die Diskussion zur Globalisierung, zur Internationalisierung des Kapitals über diese ziemlich doofe Dichotomie von Markt und Staat hinauskommen und sowas wie die gesellschaftliche Totalität ins Auge fassen. Gewerkschaften etwa, die dazu was beitragen wollten, und das ist nur eine Anmerkung, die sich nicht gerade auf Deutschland oder Österreich bezieht, dass da solche Gewerkschaften ja ohnehin nicht gibt, die dazu also etwas beitragen wollten, anstatt weiterhin den Mitorganisator der falschen gesellschaftlichen Totalität abzugeben, sollten sich wenigstens auf ihren historisch ja immer wieder eingeforderten Doppelcharakter besinnen, der sie eben nicht von vornherein darauf festlegt und beschränkt, die Sachwalter der ehrlichen Arbeit und die Apologeten des Staates zu sein. Gerne wird nun, wenn man so eine auch noch so zurückhaltende Kritik formuliert, die, wie ich denke, ebenso naive wie ressentimentgeladene Frage aufgeworfen. Ja, wenn dann immer alles gleich antisemitisch ist, darf man denn jetzt gar nichts mehr kritisieren? Ich denke, dazu kann man nur festhalten, dass natürlich bei aller Richtigkeit und Notwendigkeit der Schelte von sowas wie personalisierender Kapitalismuskritik, die eben tatsächlich, um es wieder vorsichtig zu formulieren, immer dazu tendiert, Kritik in Ressentiment aufzulösen und eben nicht selten in die Nähe antisemitischer Projektionen gerät, dass man trotzdem also nicht völlig falsch liegt, wenn man beispielsweise jene Eliten, die sich bei den diversen Gipfeln der letzten Zeit versammelt haben, für das Elend in dieser Welt irgendwie mitverantwortlich macht. So wahr es eben ist, dass die warmproduzierende Gesellschaft von subjektloser Herrschaft geprägt ist, und Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse über weite Strecken keine unmittelbaren, sondern dinglich vermittelte, keine personalen, sondern sachliche sind, so richtig ist es doch auch, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Exponenten und Exponentinnen von WEF oder WTO, von IWF und Weltbank, mit ihrem Handeln natürlich ziemlich unmittelbar den Tod von unzähligen Menschen verursachen. Auch wenn sie mit ihrer Tätigkeit eben nur Systemimperative erfüllen, also selbst keineswegs autonom Handelnde sind, sondern also sowohl in ihrem Tun als auch in ihrem Denken dem automatischen Subjektkapital, sondern ja geradezu untergeordnet sind, sind solche Leute dennoch keineswegs von der Kritik auszunehmen. Jemanden in einer Gesellschaft, die auf Geld und Tausch basiert und deswegen auch Kapital und Staat kennt, vorzuwerfen, dass er oder sie mit Geld in irgendeiner Form umgeht, also wie es einigen durchgedrehten Ökos oder so Subsistenzbauern und Bäuerinnen immer wieder einfällt, ist natürlich ziemlich lächerlich. Aber seine Unterschrift unter Beschlüsse zu setzen, die im Rahmen wertvermittelter Gesellschaften den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen,
Das muss niemand machen und das unterscheidet den Gesellschaftskritiker in der Regel auch vom Funktionär des Kapitals und des Staates. Das heißt aber überhaupt nichts. Solch eine Selbstverständlichkeit, die kann meiner Meinung nach eben nicht zur Grundlage der Kritik werden. Wer an Tausch, Geld, Kapital und Staat nichts auszusetzen hat, der braucht auch nicht gegen Treffen wie in Salzburg, Seattle oder Genua und auch nicht gegen IWF und Weltbank anzuschreien. IWF und Weltbank sind eben Institutionen, die der weltweiten, staatlich organisierten und wertvermittelten, sich hinter dem Rücken der Menschen und doch eben durch ihr Handeln durchsetzenden, fetischistischen wie ruinösen Vergesellschaftung adäquat sind. Als solche sind sie zu kritisieren und durchaus auch anzugreifen. Einigen Linken geht es aber offensichtlich um etwas ganz anderes. Menschen beispielsweise, die sich selbst Kommunisten nennen, damit wären wir so bei dem klassischen Anti-Impfflügel innerhalb der Globalisierungsbewegung, wettern in Aufrufen mit auf Anschlussfähigkeit bedachten Titeln wie Nein zur Globalisierung gegen die großen Hexenmeister, schwafeln, Lustfeinde, die sie offenbar sind, von einem drogenbetäubten Frieden, der nun endgültig vorüber sei und glücklicherweise durch einen instinktiven, ursprünglichen Antikapitalismus ersetzt werde, der sich gegen den politisch-kulturellen Amerikanismus, der Europa und Japan erwürgt, richtet und der sich dann also auch folgerichtig die Frage stellt, wie dem sinnlosen Chaos einen Sinn geben. Nur ist es so, dass nicht alle Gruppen eine derart in dem Fall tatsächlich nazikompatible Diktion drauf haben, wie die vor allem in Österreich aktive revolutionäre kommunistische Liga, die Veranstaltungen mit Gruppen mit so passendem Namen wie Treue zu Mensch und Erde organisiert und auch schon mal mit der radikal-islamistischen Terrortruppe Hisbollah zusammenarbeitet. Aber auch bei anderen Aktivisten und Aktivistinnen finden sich natürlich zahlreiche Ungereimtheiten. Obwohl es seit den 70er Jahren eine imperialismustheoretische Debatte gibt, in der versucht wird, befreit von den imperialismustheoretischen Dogmen Lenins und seiner Epigonen, die empirische Oberfläche, also die Fixierung auf die an der Oberfläche der kapitalistischen Gesellschaften erscheinenden Phänomene hinter sich zu lassen und beispielsweise die Durchsetzung des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt zu analysieren und eben zum Beispiel die Modifikation, die dieses allgemeine Gesetz kapitalistischer Warenproduktion dabei erfährt oder eben auch nicht erfährt, das ist ja weiterhin eine durchaus strittige Frage, aufzuzeigen, bewegen sich, so wie ich das zumindest mitkriege, die meisten der heutigen Diskussionen eher auf dem Niveau von entwicklungspolitischen Foren von Kirchentagen. Vielen Aktivisten und Aktivistinnen geht es ja als gesicherte Wahrheit und zugleich als moralische Legitimation des eigenen politischen Handelns, dass zwischen den Ländern der sogenannten ersten und dritten Welt ein ungleicher Tausch und daher ein Werttransfer stattfindet, woraus dann die Forderung nach fairen Preisen, gerechtem Tausch, alternativem Handel und ähnlichem Quatsch entsteht. Man kennt es aus jeder Werbebroschüre von Dritte-Welt-Läden. Hinter dem Gerede vom ungleichen Tausch verbirgt sich meiner Meinung nach einer der Grundfehler von Weltmarktanalysen, die im wertfetischistischen Bewusstsein verhaftet bleiben. Mal unabhängig davon, dass es faire Preise ohnehin nicht geben kann, einfach schon weil der Preis nicht der Ausdruck moralischen Wollens, sondern ökonomischen Zwangs ist, müssen gegen die Behauptung vom ungleichen Tausch ganz prinzipielle Einwände erhoben werden. In einer Hinsicht ist Tausch ja immer ungleich, nämlich dadurch, dass beim Tauschakt zwei stofflich-sinnlich völlig unterschiedliche Dinge aufeinander bezogen werden, sprich zwei unterschiedliche ungleiche Gebrauchswerte werden getauscht.
Die These vom ungleichen Tausch bezieht sich aber gerade nicht auf die stoffliche, die Gebrauchswertseite des Austauschs, sondern auf die Wertseite. Und auf den ersten Blick scheint es, also auf die Wertseite, Wert hier immer verstanden im Sinne der Kritik der politischen Ökonomie. Und auf den ersten Blick scheint es ja auch so, als wenn da irgendetwas ungleich wäre. Auf der Wertebene ist es das aber eben gerade nicht. In der Tat erhält ja das weniger produktive Land nie den Gegenwert für die real aufgewendete Arbeitszeit. Nur ist es eben so, dass, sobald für den Weltmarkt produziert wird, die im Land verausgabte Arbeit, die über dem gesellschaftlich notwendigen Durchschnitt im globalen Maßstab liegt, keinen Wert schafft. Waren, die also auf dem Weltmarkt als gleich getauscht werden, mögen zwar die Vergegenständlichung unterschiedlicher nationaler Arbeitsquanten sein, auf dem Weltmarkt haben sie aber dennoch den gleichen Wert, da sie in ein anderes Bezugssystem eintreten, in dem dann auch ein anderes Wertniveau gilt. So kommt es also zwar auf der stofflichen Seite zu einem Güter- oder Ressourcentransfer, aber eben gerade nicht zu einem Werttransfer. Auf der Wertebene könnte man sagen, herrschen Gerechtigkeit und Gleichheit. Durch die endgültige Internationalisierung des Kapitalverhältnisses, euphemistisch eben Globalisierung genannt, werden die bis Mitte der 70er Jahre doch noch existierenden unterschiedlichen Wertniveaus, die beispielsweise mittels staatlicher Gewalt zum Teil noch aufrechterhalten werden konnten, nivelliert und es kommt zur endgültigen Herausbildung eines einheitlichen globalen Wertniveaus. Die Differenz zwischen nationalem Warenwert und Weltmarktwarenwert, die ja auch vorher zwar nicht als materielles Substrat, sondern eben eher als sowas Absurdes wie Nichtwert existierte, aber durchaus doch analytisch irgendwie aufgezeigt werden konnte, verschwindet durch dieses globale Wertniveau. War der Weltmarkt im Sinne des Wertgesetzes schon immer gerechter, als seine idealistischen Kritiker und Kritikerinnen meinten, so kann man, um dem Zynismus der Sache gerecht zu werden, durchaus sagen, dass durch jene Entwicklungen, die eben als Globalisierung bezeichnet werden, die Gerechtigkeit des Weltmarkts endgültig vollstreckt wird. Zu dieser Gerechtigkeit des Weltmarkts gehört es eben auch, und das ist ein weiterer Aspekt der Internationalisierung des Kapitalverhältnisses, der vielleicht mit einigen der alten linken Mythen aufräumen kann, dass trotz aller Auslagerungen von Produktion und Dienstleistungen in Drittländern, die natürlich durchaus stattfindet, in den 90er Jahren 80% des Welthandels zwischen den OECD-Ländern abgewickelt wird. Dazu passt dann halt auch, dass zum Beispiel der Anteil Afrikas am Welthandel sich von 1970 bis 1992 nochmals halbiert hat, und zwar von ohnehin lächerlichen 4,4% auf 2,2%. War also die Vorstellung, der Reichtum der Industrieländer speise sich aus dem Raub von Wertmasse aus der dritten Welt, schon immer falsch, so wird mit der Globalisierung, die zwar das Kapitalverhältnis wie gesagt globalisiert, aber eben nicht die Kapitalmasse, auch zunehmend die Vorstellung falsch, dass Elend im Trikont beruhe auf anhaltender Ausbeutung durch den Norden, wobei Ausbeutung eben ausnahmslos als moralische, nicht als ökonomie- und politikkritische Kategorie Verwendung findet. Vielmehr ist es doch so, dass das zunehmende Ausbleiben dieser Ausbeutung zu verstärktem Massenelend führt, da eben ganze Regionen und Staaten nun unter negativen Vorzeichen vom Weltmarkt abgekoppelt werden. Was also tun? Eigentlich ganz einfach, wer sich an dem Elend in der Welt stört, sollte nach wie vor Staat und Kapital kritisieren und eben für die herrschaftsfreie Klassen- und staatenlose Weltgesellschaft eintreten und nicht, wie es zahlreiche linke oder eben auch linksradikale Gruppierungen in sozialdemokratischer Pfaffenmanier gerade zuvor exerzieren, für Schuldenstreichungen eintreten oder sich damit begnügen. Wenn jemand meint, angesichts der schlimmsten Auswüchse kapitalistisch bedingter Verelendung, also etwa der Massenmorde in Afrika, müsse doch von internationaler Seite etwas getan werden, so kann man nur darauf verweisen, dass es gerade diese internationale Seite, also die Staaten sind, die diese Verelendung organisieren und aufrechterhalten. Und man kann hinzufügen, dass die aus zusehends mafiotischen Verteilungskämpfen resultierenden Massaker eben nicht, wie Jürgen Elsass einmal ganz richtig formuliert hat, zur Reform der UNO mahnen, sondern zur weltweiten Aufhebung blinder Wertverwertung und Herrschaft, die in ihrer Konsequenz, ob sie nun
neoliberal oder fordistisch-sozialdemokratisch daherkommt, immer zu Massenelend und in letzter Konsequenz Massenmord führen. Im Übrigen bieten natürlich Kampagnen wie jene gegen IWF und Weltbank oder auch die Mobilisierung zu den diversen Gipfeln zahlreichen Gruppen in der BRD und in Österreich einen, wie ich mal vermuten möchte, doch durchaus willkommenen Anlass, noch mehr über Neoliberalismus, Sozialraub und die Knechtung der Völker zu schwadronieren, was die hervorragende Möglichkeit bietet, in letzter Konsequenz auch das eigene Volk endlich wieder vorbehaltlos als Opfer neoliberaler Couponschneider in den Blick zu rücken, anstatt beispielsweise den rassistischen, antisemitischen, den nationalistischen wie sexistischen Normalzustand hierzulande anzugreifen. Warum viele Linke das eine so gerne und begeistert praktizieren, das andere aber, wenn überhaupt, eher pflichtschuldig und, wenn es um den Antisemitismus beispielsweise ihrer potenziellen revolutionären Subjekte geht, gar nur widerwillig, wenn überhaupt, wie gesagt, darüber wäre zu diskutieren und auch zu streiten. Auch wenn Gruppierungen, die in der Linken ja nun nicht unwichtig sind, wie beispielsweise die Gruppe Fels von der Zeitschrift Aranka, solchen Streit schon mal im Vorhinein unterbinden wollen, indem sie meinen, darauf verweisen zu müssen, dass es doch niemandem nützt, wenn sich die verschiedenen Fraktionen in der globalisierungskritischen Bewegung öffentlich kritisieren. Sie hätten es gerne, wenn man die, Zitat, Unterschiede als sich ergänzende Werkzeuge begreift. Ich weiß zugegebenermaßen nicht so recht, wie das gehen soll und denke dagegen, dass diese Unterschiede so grundlegend sind, dass man den Kritikern und Kritikerinnen der Globalisierung oder eben der neoliberalen Globalisierung, wie es inzwischen heißt, nur mit Ideologiekritik begegnen kann. Und zwar durchaus allen Teilen, denn auch jene, die in der radikalen Linken abgefeiert werden, wie die Tutte Bianchi beispielsweise, haben mit Kritik, die auf die Aufhebung von Staat und Kapital zieht, durchaus weniger gemein, als man allgemein annehmen mag. Einer ihrer in letzter Zeit durch sämtliche linken Medien gereichter Sprecher, Luca Casarini, der fungiert beispielsweise nach Zeitungsberichten als Beraterin der italienischen Sozialministerin und gibt unmissverständlich zu Protokoll, der Staat ist nicht mehr der Feind, den es zu stürzen gilt, sondern der Gesprächspartner, mit dem wir diskutieren müssen. Natürlich setzt sich diese Anti-Gipfel-Bewegung aus den unterschiedlichsten Gruppierungen zusammen. Und natürlich gibt es da auch ein paar ja durchaus sympathische Dinge, wie etwa die Kritik an der europäischen Abschottungspolitik, also den Antirassismus. Allerdings wäre auch da anzumerken, dass sich dieser Antirassismus nun zunehmend anschickt, nicht viel mehr zu sein als das Bekenntnis zur Pluralität völkischer Kollektive. Und zugleich drohte natürlich auch, siehe nur die Antirassismuskonferenz von Durban, zu sowas wie einem Titel zu verkommen, unter dem man dann eben seinen Hass auf den Staat der Shoah-Überlebenden scheinbar moralisch einwandfrei vorbringen kann. Aber das nur nebenbei. So unterschiedlich also, wie gesagt, die globalisierungskritische Bewegung auch sein mag, mir scheint es doch so, als wenn es durchaus eine einigende Klammer gibt, nämlich die gemeinsamen Ressentiments, also so ziemlich das Gegenteil von Kritik. Nämlich Ressentiments gegen Finanzmärkte, Spekulanten, Bonzen, die da oben,
gegen die man, je nach Geschmack, mal den Nationalstaat, mal regionale Gemeinschaften stellt, wobei letzteres dann eben so eher die linksradikale Variante wäre, etwa von diesem Netzwerk People's Global Action. Und natürlich, und damit komme ich zum Schluss, Ressentiments gegen Israel. Es ist ja kein Zufall, dass viele Kritiker und Kritikerinnen der Globalisierung ihre Proteste in Europa und den USA als Bestandteil der globalen Intifada verstehen, teilen doch viele von ihnen jene zugleich archaischen wie modernen Ressentiments, die in den letzten Jahren in der palästinensischen Gesellschaft leider offensichtlich mehrheitsfähig geworden sind und die sich letztlich immer gegen die Personifizierung der Abstraktion richten, als die Juden und Jüdinnen im antisemitischen Wahn nur mal fungieren. Kein Wunder also auch, dass es aus den Reihen der Globalisierungskritiker und Kritikerinnen durchaus auch klammheimliche Freude oder zumindest bedauerndes Verständnis für den Massenmord von New York gegeben hat und gibt, der ja aller Wahrscheinlichkeit nach auch von einer Fraktion der Globalisierungsgegner begangen wurde, nämlich klerikal-faschistischen Islamisten. In der Nummer 5/2000 von Kontext 21 ist von Stefan Griegert der Beitrag Idealistische Weltmarktkritik erschienen, der auch in der Internetausgabe von Kontext 21 verfügbar ist. Weitere einschlägige Texte finden sich in der Papyrothek der Internetausgabe von Kontext 21. Musik: Anton Webern, Variationen für Orchester, Opus 30. Gestaltung der Sendung: Martin und Willi Schott. Thank you.